Wir haben uns jetzt vorher die Serienschaltung von Widerständen angesehen. Was liegt da näher, als sich jetzt die Parallelschaltung von Widerständen anzusehen? Und Parallelschaltung schaut halt so aus. Und ich zeichne das jetzt wieder ab und dann mache ich dazu, damit wir nicht abgelenkt werden von den Formeln, die schon dastehen. So, also das ist das Problem, die Schaltung, die wir uns anschauen. Und wir haben jetzt hier zwei Widerstände parallel und wir wollen uns jetzt wieder überlegen, wie wir diese zwei Widerstände parallel als eine Einheit charakterisieren können. Also wir wollen wieder eine Formel finden für das Strom-Spannungsverhältnis an diesen beiden Widerständen parallel. Und ich nenne die jetzt mal R1 und R2. So. Fangen wir wieder damit an, dass wir uns überlegen, was wir wissen oder welche Größen wir verwenden können, damit wir die dann in Relation setzen, damit wir welche Formeln finden, die wir dann einsetzen können ineinander. Genau, also wir haben vorher ein I gehabt und haben gesagt, das I gilt für die ganze Schaltung. Da gibt es nur den einen Strom. Hier gibt es nur die eine Spannung. Und darum sage ich jetzt auch nicht so etwas wie UQ für Spannung Quelle, sondern einfach nur U. So. Aber was haben wir jetzt quasi in zwei verschiedenen Ausführungen? Strom. Wir haben diesen Strom hier. Ich zeichne die mal da unten ein. Wir haben diesen Strom und diesen Strom hier. So, und ich nenne den jetzt IQ für I-Quelle und dann hier I1 und I2. So, es gibt mehrere Arten, wie man das rechnen kann. Ich rechne jetzt nicht die, die im Skriptum drin steht, die könnt ihr dann auch anschauen, sondern ich probiere jetzt mal was anderes. Ihr erinnert euch, wir haben es auch heute schon wiederholt, beim Widerstandswert. Der hat diese komische Eigenschaft, dass es immer wieder Fälle gibt. Ich habe gesagt, es gibt immer wieder Fälle, das ist eine Behauptung, die ich in den Raum geworfen habe, dass man besser dran ist, wenn man den Reziprok anschreibt, als Leitwert. Und genau das wollen wir jetzt mal probieren. Also ich behaupte jetzt einfach, dass das viel leichter zu rechnen ist, wenn wir mit Leitwerten rechnen, als wenn wir mit Widerständen rechnen. Und das wollen wir uns anschauen. Und vielleicht ist ja was dahinter, hinter dieser Behauptung. Wer weiß noch, was das Formelzeichen ist für einen Leitwert? G. G, genau. So, also, G1. Was ist G1? 1 durch R1. 1 durch R1. Und das gleiche natürlich mit G2. Ist gleich 1 durch R2. So, vorher haben wir das Ohmsche Gesetz mit den Widerstandswerten verwendet. Nicht? Wie heil ist das Ohmsche Gesetz für Widerstandswerte? Ist ja guter Fair. Genau. U ist gleich R mal I. Genau das, was du gesagt hast. Ja. Nur anders angeschrieben. So. Wie wird jetzt das Ohmsche Gesetz mit Leitwerten sein, wenn ich statt einem R ein G verwende? Ja, machen wir da. U ist gleich 1 durch G mal I. Wie könnte man das schöner anschreiben? U gleich I durch G. Ja, ja, genau. I ist gleich G mal U. Haben wir wieder keinen Bruch, ist doch hübsch. Und ich behaupte, dass wir jetzt schneller zum Ziel kommen, wenn wir uns die Sache so anschauen. Das heißt, wir haben ein G1 und ein G2 und was wissen wir? Was sind die Formeln, die wir jetzt hinschreiben, mit denen wir dann das Verhalten von dieser Schaltung herauszufinden versuchen? Jawohl. IQ ist gleich I1 plus I2. So, was noch?
Ja, aber das ist das, worauf wir hinaus wollen. Das ist nicht das, okay, was wir schon wissen. I1 ist gleich G1 mal U. Und? I2 ist gleich G2 mal U. Und wie vorher? Sagen wir, G1 und G2 kennen wir. Das ist, sind keine echten Variablen für uns. Und wir wollen jetzt eine Formel, wo wir irgendwie sagen können, wie wir diese Spannung hier mit diesem Strom in Verbindung setzen können. G1 plus G2 in Klammern mal U. Ja. Und das machen wir, indem wir in diesen drei Formeln uns diese I1 und I2 legen. Weil I1 und I2 kommt ja nicht vor als Zeichen in dieser Formel, die wir uns wünschen. Wir wünschen uns nur eine Formel, wo unsere Gs vorkommen und dieses IQ und das U. Und das machen wir natürlich, indem wir dieses I1 da einsetzen, dieses I2 da einsetzen und dann haben wir IQ ist G1 mal U plus G2 mal U. So. IQ ist gleich da können wir das gleiche machen wie vorher, da erkennt man, da kann man das U herausheben. Das heißt, dann haben wir hier IQ ist gleich G1 plus G2 mal U. Naja, und das sieht doch verdächtig aus für die Formel, die wir gerade aufgestellt haben für Ohmsches Gesetz mit Leitwerten. Da haben wir gerade vorher gesagt, I ist gleich G mal U. Wenn ich jetzt einfach sage, ich nenne diesen Ausdruck hier G, dann haben wir gewonnen. Nicht? Dann habe ich jetzt hier eine Formel. Und auch hier wieder sehen wir, ich kann die Parallelschaltung von zwei Widerständen modellieren, indem ich einfach so tue, als wenn das ein Widerstand wäre, dessen Leitwert die Summe dieser beiden Leitwerte ist. Also G ist gleich G1 plus G2. So. Ja, aber mit den Leitwerten. Jetzt haben wir Leitwerte, das sind nett und wir haben gerade gesehen, das ist ein super Ausgang. Also das war jetzt möglicherweise einfacher als die andere Variante. Nichtsdestotrotz, irgendwie wollen wir am Schluss wieder auf Widerstandswerte kommen. Das wäre irgendwie schön, wenn wir irgendwie sagen, was ist denn der Widerstandswert, den wir da stattdessen einsetzen können und das nicht so mit den Leitwerten hin und her. Naja, dann wissen wir ja, was ist denn dieses G hier? Das ist 1 durch R. 1 durch R ist gleich, was ist das? 1 durch 1 plus 1 durch R2. So, hübsch ist das doch nicht, weil wir hätten irgendwie gern, was so steht. R ist gleich. Nicht? Also müssen wir von beiden Seiten den Kehrwert nehmen. Dann kommen wir dorthin. Wenn wir das 1 durch das nehmen, dann hätten wir 1 durch R, und das ist R. Und wenn wir da den Kehrwert nehmen, hätten wir 1 durch 1 plus 1 durch 2. Also schreiben wir das mal auf. So. Also R ist gleich 1 durch R1 plus 1 durch R2. Gut. Das ist nicht schön. Finde ich auch. Aber es ist richtig. Es ist aber bei weitem nicht so schön, wie das, was man vorher gehabt hat. Aber wir können das in eine ein bisschen schönere Form bringen, wenn wir wollen. Also dazu erweitere ich quasi diesen Bruch mit R2 und diesen Bruch mit R1 und dann forme ich das ein bisschen um und dann kommt raus, R ist gleich R1 mal R2 durch R1 plus R2. Und das ist vielleicht nicht ganz so kompakt wie das andere, aber es hat auch eine gewisse innere Schönheit. Weißt du, was das ist? Gut.
gut, ich gehe jetzt darauf nicht ein, weil ich fürchte, das ist eine Diskussion. Dann nehme ich die Diskussion schon wieder. Das geht aber mit zwei Widerständen, oder? Das ist eben die neue Frage, das ist dieser Diskussionspunkt hier. Ja, ja. Aber also, man kann auch solche Formeln aufstellen für drei Widerstände, aber es wird dann schon langsam kompliziert. Es ist dann nicht mehr hübsch. Hier kann man sich relativ schön vorstellen, wie das weitergehen wird, wenn man einen dritten oder einen vierten oder einen fünften Widerstand dazu nimmt. Wie sieht eigentlich die Kurve zu der Funktion aus? Kurve ist blöd, weil das eine Funktion in zwei Argumenten ist. Also normalerweise, wenn ich quasi eine Kurve habe, habe ich quasi einen Wert als Funktion einer anderen Zahl. Aber hier habe ich Funktion von R1 und R2. Man kann natürlich mal eins der beiden festmachen und dann schauen, wie es ausschaut, wenn sich das andere verändert. So, und da kann man dann irgendwie sowas hier machen, wenn man sagen, reine Zahlenwerte, R1 ist zum Beispiel 1, ne? Dann hätten wir, wie würde sich das da wegnehmen, dann hätten wir hier nur noch R2 oder x zum Beispiel, dann wäre das x durch 1 plus x. Und dann schauen wir mal, wie schaut denn x durch 1 plus x aus? So, so schaut das aus. Vielleicht ein bisschen mehr. So, also wir sehen, das nähert sich so an den 1er an. Das macht auch irgendwie Sinn. Warum macht das Sinn, dass sich das an diesen 1er annähert? Also. Wenn wir uns quasi nur das anschaulich vorstellen, wir haben vorher gesagt, wenn ich die Serienschaltung von Widerstanden kenne, dann bekomme ich auf einmal eine Vorstellung dafür, was passiert, wenn ich ein längeres Kabel habe. Also ein längeres Kabel ist einfach so wie zweimal diesen Widerstandswert in Serie. Was ist, wenn ich Widerstände parallel habe? Das kann ich mir vorstellen, wie wenn ich ein dickeres Kabel habe. Wenn das Kabel doppelt so dick ist, geht irgendwie doppelt so viel Strom durch bei der gleichen Spannung. Und wenn man diese Formel einsetzt, in der Tat, der Widerstandswert halbiert sich, wenn R1 und R2 gleich groß ist. Gut, wir rechnen jetzt hier den Widerstand. Was ist, wenn R1 1 Ohm ist und R2 ist 0 Ohm? Das ist ein Kurzschluss. Dann wird dieser Widerstand hier keinen Einfluss haben auf die Schaltung. Weil es ist eh schon kurz geschlossen. Beim Kurzschluss brauche ich keine Spannung, damit Strom fließt. Wenn jetzt in Anlehnung daran R2 zwar kein Kurzschluss ist, aber viel, 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 viel kleiner als R1, dann wird der Widerstandswert nicht massiv dadurch sinken, dass da halt ein viel größerer R2 parallel ist. Erst wenn die beiden gleich groß werden, wenn also der R2 auch 1 ist, dazu müssen wir wieder auf das erste, auf den ersten Plot. Ja. Wenn das auch 1 ist, dann sind wir bei 0,5. Dann halbiert sich der Widerstandswert genau, oder der Leitwert verdoppelt sich. Und wenn jetzt der R2 immer größer und größer und größer wird, dann macht das keinen Unterschied mehr, weil einfach der hier den Leitwert dominiert. Nicht? Wenn ich jetzt irgendwie da ein dickes Kabel nehme, großes Rohr, massiv Kupfer, und dann tue ich da so ein Mega-Ohm daneben draufhängen. Ne? Das wird nichts ändern. Da wird einfach der ganze Strom durch das dicke Kupferrohr durchgehen und genau das habe ich hier. Nicht? Wenn ich hier irgendwie einen ganz, ganz großen Widerstand daneben hänge, dann ändert sich der Widerstand der Gesamtschaltung nicht. Das ist immer noch, leitet halt immer noch so gut wie genau der. Erst wenn die beiden halbwegs im gleichen Rahmen sind, passiert das Praktische. Wenn einer viel, viel kleiner ist als der andere, dominiert der kleinere diese Schaltung. Also so ein kleiner Versuch irgendwie zu zeigen, wie dieser Funktionsverlauf ausschaut. So, sonst Fragen? Ja, aber die kann man nicht so schön ablesen, weil sie dann Flächen sind. Aber man kann Kurvenschaden plotten, das geht schon. Also man kann das an die andere so schicken. Wird aber auch unübersichtlich. Die Formel G ist gleich G1 plus G2, das ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, weil das ist ja da Kehrwert. Ja.
Aber es mathematisch mal folgt es unmittelbar daraus. Also wenn wir uns darauf einigen, dass diese drei Gleichungen stimmen, dann sehe ich das sofort, wenn ich da einsetze, dass das passt. Und man kann es eben auch aus der Anschauung mit den Leiterdurchmessern machen. Wenn ich den Leiterdurchmesser doppelt so groß mache, dann wird sich der Leitwert verdoppeln und der Widerstandswert halbieren. Und die addieren sich halt quasi. Nicht? Wenn ich irgendwie einen, sagen wir messen den Leitwert in Einheiten Kupferrohre, nicht? Und ich gebe 5 Kupferrohre parallel, das leitet dann eben so gut wie ein Kupferrohr mit einem 5-fachen Leiterdurchmesser. Also so ein. Habe ich es beantwortet? Okay. Gut. So. Knoblauch können wir weg. Skript. Gut. Schauen wir uns, was ich da gemacht habe. Da habe ich das halt nicht mit den Leitwerten gerechnet, sondern mit den Widerstandswerten, aber es ist im Grunde genau das Gleiche. Es ist halt nicht ganz so schön, dass man sofort drauf ist und sagt, ach, da setze ich da ein und ich kürze es raus. Und da haben wir hier auch, hier habe ich es eigentlich genau andersrum, weil hier leite ich mal quasi diese Formel her und dann formel ich das hinter die um, aber im Grunde ist es genau das Gleiche. Das Wichtige ist diese Operation, Kehrwert von der Summe der Kehrwerte, die wir hier haben. So. Nicht? Kehrwert von der Summe der beiden Kehrwerte. Die braucht man unglaublich oft, also zumindest in der Elektrotechnik. Das kommt irgendwie sehr oft vor, dass man drauf kommt, für diese Art der Berechnung habe ich es jetzt genau falsch gewählt, da wäre eigentlich der Reziprokwert besser, der addiert sich schön. Und das braucht man so oft, dass sich ein eigenes Zeichen eingebürgert hat, nämlich dieses hier. Also ich sage R1 parallel R2. Das ist ein bisschen verwirrend, weil für Widerstände beschreibt dieser Operator, wie sich parallele Widerstände verhalten. Und darum sagt man dann, das ist der Paralleloperator. Aber es gibt andere Fälle, zum Beispiel Kondensatoren, da beschreibt dieser Operator, wie zwei Kondensatoren in Serie sich verhalten. Also das ist dann ein bisschen blöd wegen der Nomenklatur. Das bezeichnet einfach nur diese mathematische Operation und hat nichts damit zu tun, dass wirklich was physikalisch parallel ist. Man macht es halt meistens mit Widerständen und dort ist es wirklich physikalisch die Parallelschaltung und damit hat sich dann auch dieser Operator herausgestrichen mit diesen zwei parallelen Linien. Manchmal findet man in den Büchern auch so zwei Schrägstriche nebeneinander. Das kommt dann einfach, weil dieses Buch aus den 70er Jahren ist und da hat er kein Pipe-Symbol gehabt auf der Schreibmaschine. Dann hat er halt zwei Slashes gezeichnet oder zwei Slashes getippt. Also das findet man auch manchmal, dann wundert es euch nicht, diese beiden Slashes heißen dann auch dieser Paralleloperator. Gut. Experiment. Messen Sie Widerstände und Ihre Parallelschaltung mit dem Multimeter. Vergleichen Sie Messergebnisse mit der Rechnung. So, das können wir, glaube ich, schnell machen.